Hallo und herzlich willkommen an diesem regnerischen Tag in Weißgarten zu Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Mein Name ist Franconia und wir stellen jetzt mal Tränke her. Und zwar, wer die letzte Folge gesehen hat, müssen wir im Kampf gegen den Greif ein bisschen vorbeugen und den Trank Donner herstellen. Und das werden wir jetzt machen mit Alchemie Trank herstellen. Yo, Zutaten. Zum Herstellen eines Gegenstandes benötigst du richtige Zutaten. Seht ihr hier unten? Dann, hier findest du eine Beschreibung des Gegenstandes, den du herstellen kannst. Gegenstände, die du herstellen kannst, sind in Kategorien unterteilt. Wähle das Rezept für den Trank Donner. Dann müssen wir runter auf Tränke. Alkohol, Bomben. Tränke. Hier haben wir Donner zum Beispiel. Drücke X, um den Gegenstand herzustellen. Tränke müssen im Inventar ausgerüstet werden, damit du sie im Spiel einsetzen kannst. Wie denn? Gegenstände ausrüsten. Verwende L1 und R2, um das Inventar zu öffnen. Sehr schön. Gut, du hast einen Hexertrank, doch du musst ihn ausrüsten, wenn du ihn verwenden willst. Navigiere mit dem Kreuz zu Nützliches. Haben wir hier. Verwende links, um den Trank Donner auszuwählen und drücke X. Ah, haben wir hier. Sehr schön. Gut. Und jetzt, ja, Platz auswählen, annehmen, jo. Nein, du, jetzt kannst du diesen Trank im Spiel verwenden. Drücke, um den Trank auf dem ersten Platz zu aktivieren. Oder um den Trank auf dem zweiten Platz zu aktivieren. Okay. Platz wählen, wir nehmen das da nach unten. Nein, 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 okay. Warte. Das haben wir gleich. So, was wollen wir? Wir wollen ja die Leber nach oben. Obwohl, nee, nehmen wir die Leber nach unten. So, genau, dann haben wir was zum Essen und zum Trinken. Schade, dass ich nur immer zwei Konsumgüter mit mir rumschleppen kann. Aber gut, was soll's. Weiter. Yo, Donner und Wolfsleben. Und Plätze. Nee, da haben wir noch Grünzeug. Was bist du für ein Hampelmann? Ja, yeah, was geht denn, Junge? 1, 2, 3. Die alte Hex kommt vorbei. Okay, sammeln wir nochmal das Kraut ein. Der Junge braucht echt psychologische Unterstützung, wirklich wahr. So. Schön alles einsammeln. War mir noch was hier, da wo die Kuh liegt. Bleib nur liegen. So, wie dem auch sei, Plätze. Junge, komm her. Lauf, Plätze. Aber wir können ja noch. Ich guck mal kurz ans schwarze Brett. Ich sage immer schwarzes Brett. Was ja eigentlich kein Schwarz ist. Es heißt, glaube ich, Anschlagbrett, soviel ich weiß, oder? Anschlagbrett? Hey! Tod den Eindringlingen. Zusatzration. Nilfgaardischer Unterricht. Freiwillige gesucht. Und suche Pflug zum Ausleihen. Die neue Ordnung. Okay, also gibt es keine neuen Aufträge. Ja, dann werden wir doch mal versuchen, Wesemir wieder zu finden. Ja, jetzt scheint auch wieder die Sonne. Ach, Wesemir ist ja gleich da vorne. Kann ja was werden, du. Wesemir. Ja, hier ist ein gutes Kampffeld eigentlich, ne? Ach, da drüben steht er, glaube ich, ne?
Hier ist er. Ach, da. Was buddelt denn der da aus? So. Ein Fluss, goldene Getreidegarten, charmanter Ort. Ideal für einen Hinterhalt. Ich weiß, worauf ich achten muss. Und? Bereit? Ja, oder? Komm, wir sind so frei. Fangen wir an. Der Wind steht gut, der Ködergeruch wird sich rasch verteilen. Jetzt müssen wir nur noch warten. Komm, wir verstecken uns im Schatten dieser Birken. Ja. Sag mal, wenn wir Yennefer finden, was machst du dann? Hast du einen Auftrag im Sinn? Nein, ich gehe nach Kaer Morhen. Bisschen früh für die Winterpause. Der Schnee ist noch weit weg, ja. Das ist ja das Problem. Nilfgaard hat den Ponta im Osten überquert. Sie sind also etwa 7 Tagesmärsche von Kaer Morhen entfernt. Erreichen Sie das Tal, bevor die Pässe eingeschneit sind. Nun, wir müssen unsere Spuren verwischen, unsere Wege vertuschen. Wo wir vom Wintereinbruch reden, meinst du, du kommst dieses Jahr? Vielleicht. Vielleicht mit einem Gast. Plötzlich wird abhauen, ne? Sonst backt dich der Greif. Er ist ganz nah. Heißen wir ihn herzlich willkommen. Warte. Nimm dies. Ui. Eine Armbrust? Im Kartenspiel gewonnen, während du durch die Gegend geturnt bist. Könnte noch nützlich werden. Ein Hexer mit einer Armbrust? Räumen wir mit den Traditionen auf? Hör auf zu reden. Wir müssen einen Greif töten. Alter! Shit! Alter Verwalter, Alter, Alter, Alter! Junge, 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 Junge. Den kriegen wir doch auch so kaputt, oder? Beschädigte Gegenstände. Einer deiner Gegenstände ist im schlechten Zustand. Reparieren, sonst funktioniert er nicht so gut. Das ist natürlich schlecht. Lass ihn nicht entwischen. Nein. Wo ist der Kerl? Da kommt er wieder, oder? Nein! Für Plötze, 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 ruhig, Brauner. Wenn du eine Hexe Sinne einsetzt, siehst du nicht nur besonders, sondern hörst auch besser. Halte gedrückt, deine Sinne zu schärfen, alles klar. Schneller! Wo ist er? Nein! Wow, fuck! Etzler, Junge! Nicht mit mir! Jetzt hab ich ihn gleich, oder? Ja! Yeah! Greif besiegt, Freunde! Nicht schlecht. Nicht schlecht.
auch wenn du noch dies und das verfeinern könntest. Was willst du denn? Hat das so geklappt, ich bin nicht gestorben. Zum Beispiel? Der vertikale Aufwärtsstreich. Zu offensichtlich. Später mehr dazu. Bring den Schwarzen den Greifenkopf. Ich mach die Pferde bereit. Treffen wir uns in der Herberge. Yo, Quest aktualisiert. Nimm eine Trophäe vom Greifenkadaver. Da haben wir doch hier was. Oh, Greifenfedern, Greifenei, wow. Cool. Cool, Quest aktualisiert. Du hast ein Mutagen gefunden. Verwende es, um deine Fähigkeiten zu verbessern oder einen besonderen Trank namens Mutagen Absolut herzustellen. Öffne das Charakterfenster, um mehr zu erfahren. Gucken wir doch mal ganz kurz. Positioniere Mutagene auf den entsprechenden Plätzen, um einen Bonus auf deinem Charakterwerte zu erhalten. Ah, Mutagene. Wähle den Filter Mutagene aus. Mutagene, okay, nicht Mutagene. Hier ist das noch. Nein. Okay, ich muss dann doch hier drüber. So, wähle ein Mutagene aus und positionieren auf dem angezeigten Platz. Sein Mutagen aktiviert, gewährt es Boni auf deine Charakterwerte. Ja, cool. Sowohl Mutagene als auch Fertigkeiten sind mit Farben markiert. Platziere ein Mutagen auf einem Feld mit mindestens einer Fertigkeit der gleichen Farbe, um seinen Bonus zu erhöhen. Passt eine Fertigkeit nicht zur Farbe des Mutagens in seinem Feld, erhöht sich auch nicht den Bonus des Mutagens. Die Erhöhung durch andere passende Fertigkeiten in diesem Mutagenfeld bleibt bestehen. Cool, je mehr Fertigkeiten sich in einem Feld befinden, die zur Farbe des Mutagens auf diesem Feld passen, desto größer fällt der Bonus des Mutagens aus. Jede passende Fertigkeit erhöht den Bonus um 100%. Mutagene können auch dazu verwendet werden, mächtige Tränke herzustellen, die als Mutagen-Absude bezeichnet werden. Ja, ist doch ganz cool, ne, eigentlich. So. Obwohl, da brauchen wir so blaue, ne? Normalerweise, aber okay, egal. Aufsitzen, wir müssen jetzt erstmal. Ich muss mal zu meinem Schmied, zu Willis muss ich nochmal. Oder wir bleiben. Ach, hier ist die Mühle, ne? Ja, jetzt. Aber hier haben wir ja schon alles gelootet. Alter, da hängt der Kopf hinten dran, ne? Kann ich den irgendwie so ranzoomen? Nee, ne? Da hängt der. Los, lauf! Ich muss mein Schwert reparieren. Oder kann ich das hier? Ich weiß es gar nicht. Inventar. Wie repariere ich ein Schwert? Warte mal. Nützliches Alchemie und Handwerk. Andere Gegenstände. Okay, ich muss doch hier was finden. Wie kann ich das? Kruzifix. Mit Eisen immer zur Herstellung und Ausrüstung von Gegenständen verwendet. Was ist das? Glas. Was haben wir da alles? Handbeil. Hm.
Das ist natürlich. Ich glaube, da muss ich zum Schmied. Da muss ich, glaube ich, echt zum Schmied. Gut, gehen wir nochmal zurück. Ui, das sind auch Pferde. Komm schon, Plätze. So, ah, Sonnenuntergang. Suchst du Ärger? Kurz vor 6:30. Ja, hier der Hofnarr, ne? Hallo Freunde, so. Nee, der ist da drüben, ich Idiot. Da ist mein Schmied des Vertrauens. Hallo mein Freund. Ein wiederkehrender Kunde. Willkommen. Was brauchst du diesmal? Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Ich schau mal, was der mir was reparieren kann. Ey. Du kannst mir nichts. Handwerk vielleicht da reparieren. Jetzt kommen wir der Sache näher. Zustand 45%. Jo, das müssen wir einfach. Gut, das war's eigentlich. Leb wohl. Danke, mein Freund. So, Plätze. Schau mich nicht so an. Komm schon, Junge. So, und ich werde noch mal kurz zu dem Händler gehen. Am Ende des Dorfes. Weiter so, Plätze. Wo ist der? Ich glaube, der war da irgendwo, oder? Langsam. Ja, da vorne ist er, ja. Meine Großmutter hat mir vom Schmiedejungen erzählt. Er war ein. Komm jetzt. So. Grüß dich. Servus. Lass mich einen Blick auf deine Waren werfen. Ich will aber irgendwas verkaufen. Und zwar. Da bekomme ich nur 4. Eigentlich könnten wir das verkaufen. Was haben wir noch? Rostiges Schwert. Da verkaufen wir das noch. So. Danke, mein Freund. Pass auf dich auf. Ich weiß nicht, der Typ kommt mir echt bekannt vor irgendwie. Was haben die Leute getan? So, wo ist mein Pferd? Hey, jetzt hau dir mit dem Kopf ab. Mit dem Greifenkopf. So. Hey! Freunde. Reiten wir also weiter. In der Hoffnung, dass sich hier was findet. Das ist ein Arschschlaglicht, ey. Da möchte ich auch nicht mit dem Auto rumrennen. Halt! Hier bleiben wir noch ein wenig. Hey, Holzfäller. Mögen die Götter dich schützen. Danke, mein Herr. Komm, ich laufe jetzt ein wenig so rum, oder?
haben wir da drüben alles? Ach, hier kann ich noch alles Zeug mitnehmen. Der lecker Happa-Happa-Kraut hier. So, da ist noch was. So, und wir laufen dem Sonnenuntergang entgegen. Ich weiß nicht, theoretisch. Friedhof von Weißgarten, ja, aber den können wir noch nicht besiegen, wir sind erst Stufe 3. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Ist ja gut. So. Da drüben müssen wir hin. Liebe Freunde, ich hole noch schnell mein Pferdchen. Beziehungsweise ich rufe Plätze. In diesem Sinne, liebe Freunde, sage ich danke fürs Zuschauen. Oh, das ist cool. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal zu Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Ciao.